Ja, hallo meine Freunde, das nächste Video. Ja, UltiTube D5 von Aquacomputer. Ja, den wollen wir uns heute anschauen. Das heißt, ich habe mir den bestellt. Und zwar fürs neue Projekt. Ihr seht hier hinten im Hintergrund schon, lasst euch überraschen. Ja, ich kann nur sagen, es wird schwarz. Also, neuer AGB-Pumpe habe ich eine D5, ja, das heißt die von die 655 ist es, glaube ich, die ich habe, ja, die ist sehr gut, die PWM-Version, ne? Und hier habe ich mir jetzt mal einen neuen AGB bestellt, den habe ich gesehen und habe gedacht, ja, 70 Euro, kann man auch, glaube ich, nicht meckern, denn wir haben hier echt Glas, ganz wichtig, ja. Darum kann ich auch hier jetzt ruhig mit den Fingern mal drauf packen. Das ist echt Glas. Ja? Und ihr seht, da ist nicht viel drumrum. Ja? Wir haben hier oben auch keine, jetzt sagen viele, ah, da kann ich ja nicht befüllen. Doch, ihr dreht den ganzen Deckel auf, da ist eine Dichtung drin. Ja? Den Deckel kann man aufmachen und jetzt kann man hier einfüllen. Ja? Das heißt, hier wird kein Anschluss mehr sein, muss man aber auch nicht, weil da muss man wieder ein Steigröhrchen, aber das ist ja dann ein anderes. Ja, da muss wieder ein Röhrchen drin sein, was im Wasser steht, sonst läuft euch ja das Wasser von eurer Anlage leer. Dann habt ihr immer wieder Luft drin. Ja? Ist auch mal ganz wichtig zu wissen, ne? Weil viele immer sagen, ja, ich mache oben Anschluss, hier einen Anschluss, ja, und dann ja, bei mir läuft das Wasser immer raus. Ist klar. Ne? Wasser läuft immer nach unten. Ja? Und darum habt ihr dann das Problem. Da muss ein Röhrchen drin sein, das Röhrchen muss im Wasser stehen. Ja? Dann kann das nicht leer laufen. Ja, und dann habt ihr auch da, ist auch vielleicht nochmal wichtig zu wissen für einige. Ja, wir haben hier also Ein- und Ausgang und hier unten haben wir nochmal einen Drehverschluss. Sehr schön. Ja, mit Dichtung. Hier kommt die DB5-Pumpe. Ja, und dann wird die hier einfach dran geschraubt. Ja. Ja, ihr müsst mal gucken, dass das Gewinde, also ein bisschen Feingewinde, so. Dann wird die Pumpe festgeschraubt und das war's. Und dann könnt ihr loslegen. Wir haben hier innen drin ein Sieb. Ja. Öffnungen, das Ganze wird hier auch noch mal richtig fein gefiltert. Ich kann euch das noch mal vielleicht von innen zeigen. Ja, es wird also alles noch mal schön gefiltert, ja, dass der Dreck also nicht jetzt in eurem System rumschwimmt, sondern das würde sich hier in dem Filter praktisch sammeln. Das Ganze kann man natürlich dann auch, wenn er sich gesammelt hat, aufschrauben. Ja. Dann kann man die Platte hier, na, wie war das? Ich habe es ja gesehen. So, genau. Die ist schön fest drin. Da kann man das Ganze hier rausnehmen, auswaschen. Ja? Also das ist alles auch wieder gar kein Problem. Ja? Macht ihr die wieder schön rein, müsst ihr gucken, ja? Dass die von wieder einrastet hier überall. So. Ja, die war gut drin. So, und dann musst du auch gucken, dass die wieder richtig da reingeht. So. Ah, jetzt. Ja, einmal richtig drauf drücken. Dann rastet die wieder ein. Ja, dann ist die auch wieder fest. Ja, also wie gesagt, das Sieb kann man dann sogar, wenn man möchte, einmal ausspülen. So könnt ihr auch den Glasbehälter dann mal sauber machen. Ja, aber an Glas haftet sich ja eigentlich. So, einmal gut fest. Ja, also wunderschöner finde ich AGB. Den gibt es in verschiedenen Größen natürlich. Ich habe hier den kleinsten, glaube ich, 150er oder 100er. Muss ich nochmal gucken. Bin mir selbst jetzt aber Vater 100er. Ja, das ist der UltiTube D5 100. Ja, und ich finde, der reicht. Der reicht mir vollkommen aus. Ja, und ja, den wollte ich euch vorgestellt haben. Da ist natürlich auch das Zubehör, zeige ich jetzt noch. Ja, also, ja, sehr schöner Behälter, macht was her, bin ich der Meinung. Und hier haben wir natürlich auch noch einen wunderschönen Halter dabei. Ja, auch sehr stabil. Ja, da werden hier unten praktisch dann, Moment, kommt hier an die D5? Nö. Ich habe doch gesehen, dass da unten Füßchen waren. Oder? Ach nee, der wird hier von der Seite her festgeschraubt. So, ja.
Aber ich habe auch Füße gesehen. Also dann. Jetzt muss ich noch gucken. Ah, die kommen an dem Halter. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Ja. Wer lesen kann, ist eindeutig ein Vorteil. Genau. Die kommen also dann da unten drunter, wenn man das macht. Ansonsten wird der von der Seite festgeschraubt. Ja, also hier ist jede Menge Zubehör dabei. Ja, das sind also die Antivibrationsfüßchen, die kommen dann hier unten. Und dann kann man das Ganze hinstellen, wenn man möchte. Oder man kann es natürlich auch irgendwie an den Lüftern oder montieren. Ja, da sind also auch nochmal Schrauben dabei, Abstandshalter dabei. Eine Dichtung dabei für die D5-Pumpe, ja, falls ihr bei eurer Pumpe keine Dichtung dabei habt. Ne? Und hier haben wir so ein bisschen Haltematerial. Wie gesagt, diese Füßchen hier, die kennen viele. Kannst auch von unten dann nochmal verschrauben. Da ist das Ganze nochmal richtig schön entkoppelt. Ja? So, und dann haben wir hier nochmal so zwei Kunststoffhülsen, das ist dann für hier den Abstand, ja, wenn wir den Halter montieren, so, und dann müsste eigentlich 1, 2, 3, 4, 5 mal, etwas kürzere, 4 Muttern und 2 etwas längere Schrauben und hier noch so eine Kunststoffscheibe, die haben wir dabei. So, die wird wahrscheinlich dann hier reinkommen, die Kunststoffscheibe. Damit wir nicht direkt genau an dem Halter liegen. Ja. Wir können ja mal gucken, aber da müsste ich eigentlich die Pumpe schon festmachen. Ja, dann zeige ich euch das Ganze mal. So, holen wir mal die Pumpe. Die 6,55, genau, hatte ich doch richtig, ja. So, die hat zwar noch, sag mal schnell, bunte Kabel, aber die sieht man sowieso nicht. Die kann man auch schön verkleiden, wenn man das möchte. Wie gesagt, jetzt kommt der Ring drüber hier, ja. So, und da kommt natürlich vorher die Dichtung. Ja, die kann man, glaube ich, sogar vorher reinlegen, genau. So, ja, und dann mit dem Ring jetzt hier schön rein und festdrehen. Na, jetzt müsst ihr gucken, wie soll die Pumpe am Halten kommen. Wenn ihr sagt so, dann dreht ihr einfach die Kabel schön nach hinten. So. Na, ich wollte die nämlich so haben, genau. Ja. Und dann dreht ihr die Pumpe fest. Den Ring. So. Da könnt ihr ruhig ein bisschen. Und dann ist das ganze Teil fertig. So, und jetzt kann man das Ganze hier auf den Halter montieren. So, Kabel durch. Ja, also. Ja, jetzt kommt das hier dran. Jetzt muss ich nämlich mal gucken. Jetzt muss hier, glaube ich, dieses kleine, hier diese langen Kunststoff, die kommen an der Seite. Also, wir müssen ein bisschen runter. Wir haben zwei. Ups, wir haben nämlich zwei verschiedene Positionen, wo wir das Ganze ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer machen können. Kommt immer auf die D5-Pumpe, glaube ich, an, die man da nimmt. Gibt ja mittlerweile welche mit RGB-Beleuchtung und. Ja. Ich mache ihn jetzt auf der tieferen Position. So, jetzt haben wahrscheinlich hier die langen Schrauben. So, einmal. Zweimal und hier kommt so eine kurze. So, dann brauchen wir einen Imbus. Hier hat sich wahrscheinlich die Kunststoffscheibe verschoben. Ach nee. Entschuldigung, da oben.
hier oben rein. So, jetzt haben wir es. So, einmal, zweimal. Hier ist das Plastikteil, das Kunststoffteil rausgegangen. Ne, muss ich nochmal lösen. So. So, jetzt aber. Ist ein bisschen, aber wenn man es raus hat, dann geht's. So, jetzt haben wir es fest. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, jetzt kann man die Füßchen runter machen, wie gesagt, dann kann man es hinstellen. Man kann aber auch hier, ja, vielleicht einen Halter nehmen, denn ich habe das vorher mal probiert schon. Das heißt, es gibt ja diese Klammern hier bei Aquatuning. Ja, da kann man Pumpeneinheiten dann auch an den Lüfter montieren. Ja. Und die Löcher hier, ihr seht das, ja, die passen ganz genau. Ja. Und dann kann ich den auch an die Lüfter, an den Radiator schrauben. Ja, das ist auch gar kein Problem. Ja. Dann müsst ihr nur dann eben zwei Schrauben, zwei Muttern haben. Ja. Und dann geht das auch so. Ihr könnt auch so rum, dann ist sogar besser. So, nach oben, genau so rum. Dann hält er auch richtig gut. Ja? Das ist also auch eine Möglichkeit. So. Wir machen schon fast einen Bastelkeller hier draus. Oder? Ich wollte eigentlich ja nur den Tube vorstellen. Ja, wie gesagt, die sind dann doch ein bisschen kurz. Ja, da brauchen wir ein bisschen was längere Schrauben. Ja. Ja, aber wichtig ist jetzt ja auch zu wissen, ne, wenn ihr das so auch vorhaben solltet, dass dann weiß, aha, man braucht ein bisschen was längere Schrauben. Die würde noch so gerade packen, aber es ist sehr knapp. Darum nehme ich dann lieber gerne vier etwas längere Schrauben. Machen wir es nämlich so. Genau. Und das passt sehr gut. Ja. Gucken, ob die Muttern passen, die beim AGB dabei waren. Passen. Ja. Gleiche Gewinde. So, Schraubenzieher. Na, gucken wir mal, dass wir das jetzt irgendwie hier dran gefummelt kriegen. Da müssen wir am besten eine kleine Zange dazu nehmen. Und die hat gepackt, ja. Machen wir das auf der anderen Seite auch. Hat auch gepackt. Also jetzt nicht mit brachialer Gewalt hier festschrauben, das ist ganz wichtig. Ja, der biegt sich nämlich schon ein bisschen. Ja, also so, muss mal gucken. Ach nee, das ist ja gut. Das ist okay. Also da ist minimalst, wenn ich jetzt hier noch einen drauf gebe. So. Wie gesagt, das muss ja nicht brachial angeschraubt werden. Ja. Und jetzt kann man das Teil natürlich wunderschön verbauen. Ja. Ja, wie gesagt, wer das mit den Füßchen machen will, wer Platz hat im Gehäuse, halt, ne, der macht dann hier die Füße rein. Da kommen die Muttern hier vorne rein. Ja, und dann könnt ihr das irgendwo aufstellen. Und von unten wird es dann nochmal verschraubt. Hier ist ja Gewinde drin. Dann ist das Ganze natürlich super entkoppelt. Ja. Ist auch nochmal ganz wichtig, ja, wenn man es hinstellt. Ich habe aber
Nee, jetzt ist gut. Schaltet ein, wenn der Bastelkeller kommt. Ja? Denn das ist wieder ein Teil für, da hinten steht's. Ja? Und lasst euch überraschen. Ja? Abo dalassen, dann verpasst ihr das neue System nicht. Ja? Und wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, wenn euch der Tube gefällt, könnt ihr ja mal einen Kommentar dalassen. Also ich finde, Preis, Leistung ist hier absolut toll. Echt Glas. Sehr schön verarbeitet, macht einen sehr guten, also wirklich gefällt mir sehr gut. Ja, Pumpe einfach zu montieren. Wie gesagt, da kann man alles dran machen. Man kann den hinstellen, man kann den, wie gesagt, mit den Haltern, hier seht ihr ja. Oder wer jetzt sagt, okay, nee, ich habe sowieso hinten die Möglichkeit, hier sind ja auch Schrauben vorgegeben, könnt ihr den direkt an eure Seitenwand vielleicht montieren. Ja, also das muss jeder für sich entscheiden. Ich finde das Teil absolut top. Ob er gut ist, ja, das sehen wir ja dann, wenn er verbaut ist. Ne? Aber was soll hier schieflaufen? Wichtig ist immer die Pumpe, die drin steckt. Ja, ansonsten finde ich das toll mit dem Sieb. Muss ich wirklich dazu sagen, Preis ist auch okay. 70 Euro für Echtglas. Also ich bin der Meinung, der macht richtig was her. Ja? Und ihr seht ja, ne, wenn ihr euch da mal umguckt jetzt, ne, auf den Fotos, da gibt es ja diese RGB D5 Pumpe mit Temperaturanzeige, mit allem drum und dran. Ja. Sieht natürlich auch toll aus. Da gibt es noch so einen Ring. Ja, wer den Ring machen möchte, ja, kann da auch den Ring, den kannst du dann rauf oder runter schieben. Dann hast du nochmal eine schöne Beleuchtung. Ja. Das kann man natürlich alles für Geld, kriegt man alles, sage ich immer. Ja, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Abo dalassen, dann verpasst ihr das nicht. Ihr habt ja schon einen kleinen Einblick hier hinten. Seht ihr ja schon, was los ist. Ne? Und was sagt der Kalle zum Schluss? Genau, meine Freunde, macht's gut, bleibt gesund und tschüss zusammen.